Hallo, hier spricht Alexander Gottwald. Wir sind jetzt auf dem Wasser und auf dem Weg zu dem Platz, der Erdkundalini, der mir in der Meditation gezeigt worden ist. Und an diesem Platz werden wir dann also auf diesem Boot hier das Ritual durchführen, die Zeremonie. Wir sind also hier zwischen der Isla del Sol, die ihr hier im Hintergrund seht, und der Isla de la Luna. Und ich werde das nochmal genauer erklären, natürlich auch, wo genau der Platz ist, damit das wirklich für alle einfach klar ist und ihr euch jederzeit auf diesen Ort beziehen könnt. Okay, wir sehen uns dann im Ritual. Alles ist Liebe. Jetzt hier angekommen am neuen Ort der Erdkundalini und das Bötchen wackelt etwas, deswegen werden die Aufnahmen sicherlich auch etwas schaukelig werden, aber das macht ja nichts. So seid ihr einfach live dabei bei dem, was wir jetzt hier machen werden. Es geht also jetzt heute darum, nachdem wir gestern vorgestern ja zunächst die Pingala-Nadi auf der Sonneninsel und die Ida-Nadi auf der Mondinsel verankert haben, geht es heute darum, den Shushumna-Kanal der Erde, also den neuen Sitz der Erdkundalini hier, rituell in dieser Zeremonie zu verankern. Und natürlich werden wir für alle, die das gebucht haben, die Reinigungen der Shushumna und die Einweihungen als Hüter der Erdkundalini durchführen. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du dabei bist. Alles ist Liebe.
anderer Linie ist jetzt der Shoshone-Nadel der Erde verankert. Hier an diesem Platz zwischen der Sonneninsel und der Mondinsel. Schnitt zwischen diesen beiden Punkten, wo die Pingala-Nadi und die Ida-Nadi verankert sind. Wo wir die Erdkundalini von hier aus zum Wohle aller Wesen wirken. Zum Wohle der Menschen, zum Wohle der Erde, zum Wohle des Kosmos. So sei es. Es ist vollbracht. Shoshone-Nadis aller Teilnehmer und die Einweihung als Hüter der Erde, als Hüter der Erdkundalini. Diesen neuen Sitz der Erdkundalini am Ort der Shoshone-Nadi sind jetzt beendet. Es ist getan. Es ist vollbracht. Dieses Ortes und allen Wesen aus allen Dimensionen, die dabei waren bei der Verankerung der Erdkundalini hier in der neuen Shoshone-Nadi der Erde. Wir danken für eure Anwesenheit, für euren Segen, für eure Präsenz. Möget ihr in allen Welten Segen empfangen. Zum Wohle aller Menschen, zum Wohle der Erde und zum Wohle des Kosmos. Möge die Erdkundalini von hier aus im Titicacasee wirken. Mögen alle Wesen glücklich sein.
mögen alle Wesen in allen Welten frei sein. Mögen alle Wesen hier und jetzt erwachen. Ja, hallo, hier ist nochmal Alexander Gottwald, direkt nach der Zeremonie zur Verankerung der Erdkundalini hier in der neuen Tushumna Nadi der Erde. Ich bin gerade noch sehr bewegt von diesem Ereignis und werde hier auch hier bewegt vom Bötchen, auf dem wir hier auf dem Titicacasee gerade treiben. Ich danke dir, dass du dabei bist, dass du teilhast an diesem Ereignis. Möge es dir und deiner Familie zum Segen gereichen und möge dieses ganze Ritual zum Wohle aller Menschen, zum Wohle der Erde und zum Wohle des Kosmos dienen. Vielen Dank. Alles ist Liebe.